Hallo. Hallo. Willkommen zurück, liebe Leute. Und heute? Und heute? Weiß nicht, ich hoffe, du könntest den Reim zu Ende machen. Ich weiß nicht, was reimt sich auf heute? Die Meute. Meute? Ja, keine Ahnung. Aber es muss ja irgendeinen Sinn ergeben mit dem, was wir heute machen wollen. Ja. Wir wollen heute eine Tür hier einbauen, haben wir beschlossen. Einfach so, weil wir es können. Was denn? Aber erstmal müssen wir uns den Türaufbau verinnerlichen. Wir haben doch die andere Seite zum Abgucken. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal disassemblen. Ja, und heute halt wieder mal ohne den Mr. Seele, ne? Der hat dann Der beim nächsten ist Mal vielleicht mehr Zeit. weg. Einfach weg. Ja, moin. Aber irgendwann stößt er auch wieder zu uns. Bestimmt Tisch. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Wer weiß, wer weiß. Die Glocke ringt. Oh. Der linke Außen, wenn am Donnerstag der Update ist, die Fraktion kommen würde. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wer weiß? Willst du eine Die Tür Glastür ja haben? nicht spoilern. Was? Willst du eine Glastür haben? Nee. Der war lustig. Müssen wir mal ausprobieren, wie Glas auf Rammenaktionen reagiert. Ob man da leichter durchrauben kann, als sie durch Armorblöcke, würde Sinn machen, auf alle Fälle. Hätte man mal in dem scheiß Update-Video, was du gemacht hast, ausprobieren können. Ja, hättest du ja vorschlagen können. Nö, da habe ich ja nicht dran Was gedacht, ist siehst mir du? jetzt gerade erst eingefallen. Much grind. No. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man nichts. Ich habe gehofft, man kann so einen kleinen Blick auf das Schiff haschen, was wir letztens geholt haben. Welches? Meinst du Den Military den Transport. Ex-Military-Transport? Ja. Der Transschmuck. Pre-floating. Wo haben wir den geparkt? Da hinten irgendwo. Da oben steht er Da doch. oben auf den Stein. Ja, ich weiß, aber man hat ihn nicht gesehen von da, wo man das Assembled hat. Doch, ich sehe den. Ah, du disassemblst ja gerade nicht. Tue ich wohl. Ich Nein. disassemble Luft. Schönes Ding. Und was kriegst du für Materialien aus der Luft? Und Dioxid. Cool. Kohlendioxide im Weltraum, das ist interessant. Let's talk about it. Science. Ist halt schon. Wir müssen ja sowieso mal so vielleicht so ein Thema raussuchen, weil das wir dann Ich glaube, du reden. musst den Block hier auch noch wegmachen. Damit die Tür schön. Also Stimmt. Weißt du, so eine Art Thema, was wir dann halt haben? Vielleicht sogar, was uns die Leute vorschlagen, Die die Leute uns schlagen nichts zugucken. vor. Die haben ja nicht mal einen Namen vorgeschlagen hier. Also Ja, ich bin ich ja schwer weiß, ist immer enttäuscht hier, noch. also, ja. Ja, immer noch nichts vorschlagen. Guck mal hier, Scheiße einsenden. Also Namen, nicht Scheiße. Wir wollen eure Scheiße nicht, aber wir wollen Namen. Tut mal hier Namen einsenden für die Station. Nicht gerade sehr mitarbeiterig. Okay, wir Willst du brauchen den Rotor eine schon Menge. ein, also den Anfang, oder Was? willst du alles einbauen und ich guck nur? Na, sag mir mal, was braucht. Na, Erstmal. für den Rotor brauchst du 15 Stahlplatten, Ja. 10 Construction Components. Warte. 15. Construction Components. Ja. 4 Large Steel Tubes, Ja. 4 Motoren Ja, vier und Motoren. ja, und 2 Computer. Ich wollte gerade sagen, meine Inventar-Slots reichen gar nicht aus, aber du kriegst ja automatisch neue Slots. Oh.
Okay. Ui. Ich kann ja alles tragen. Ich hab dicke Taschen. Dicke fette Taschen. Kein Strom mehr. Ja, warum bloß? Kein Uran mehr. Ja, ist komisch, ne? Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich alles rausgenommen habe. Ja. Hast du noch irgendwo einen Generator? Außer den großen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Wie willst du dann Strom nachladen, wenn die Tür zu ist? Hä? Ne, da ist ja noch ein Spalt offen. Wir müssen sowieso mal gucken, ob wir die überhaupt hingestellt kriegen. Fällt mir gerade ein. Wegen den Blöcken hier oben. Ich meine, was? Wir kriegen hier keine Blöcke hingestellt. Ich meine, Strom für deinen Generator. Ja, ich weiß, aber wir können die Tür nicht bauen. Was interessiert mich denn jetzt der Strom, wenn wir nicht mehr die Türen bauen können? Warte kurz, die Tür muss nach rechts aufklappen. Ja stimmt, der Generatorblock, der Rotorblock muss eins nach unten, damit es funktioniert. Hm? Aber dann würde die Tür nicht mehr funktionieren. So wie wir dachten, dass sie funktioniert. Muss mal gucken, wie wir die denn hier drüben. Das ist ja der Trick dabei, die Tür richtig einzubauen. Der Trick ist... Hier ist das ist keine Ahnung. Hier ist so ja, das Problem ist, dass die Blöcke, die auf dem Motor oder Rotor stehen, nicht so geparkt sind wie die anderen Blöcke. Weißt du, die sind nicht so casual Blöcke. Hm. Warte mal. Slippery Slopes. Ne, man kann nicht mal Slopes hinbauen. Keine Ahnung, wie die Türen gebaut haben. Wie zur Hölle haben die Tür eingebaut? Hä? Was denn? Was haben wir getan, Kevin? Wir haben es kaputt gemacht. Erstmal den Rotor fertig bauen. Nein, lass. Vielleicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hab den Rotor fertig gebaut, aber den Motor noch nicht. Verstehe ich nicht. Hör auf den fertig zu bauen. So. Macht keinen Sinn. So überlegen. Nee, unten würde es auch keinen Sinn machen. Joch. Dann würde das so drehen. Ja, im Prinzip kann man ja sowieso nur so weit drehen, dass das hier andockt, weißt du? Aber es reicht ja, um das Schiff reinzufliegen. Wobei auch immer du jetzt gerade sein magst. Ja. Es reicht nicht, um ein anständiges kleines Schiff reinzufliegen. Dein altes Mineschiff hätte locker hier unten durchgepasst, dann in der Öffnung, die entstanden ist. Das sind ja drei große Blöcke. Aber ich muss jetzt meinen Strom auffüllen. Komisch. Aber ich verstehe nicht, warum wir selbst ohne die Scheiße hier. Ach, ich habe keine Stahlplatten. Das ist ein Argument. vielleicht sollte ich jetzt mal Stahlplatten ins Inventar holen, bevor ich hier sage, wir können nichts bauen. Gut. Hier haben wir noch ein paar. Boop. Los geht die Reise. Gucken, wie die Geschichte jetzt ausschaut. Nö. Komisch. Da fliegt eine Mining-Cam. Das ist das ganze Lagersystem, was ich gemacht habe, aus dem Anlages gemacht, oder? Weiß es? Aber so, jetzt hätte ich Uran oben links reingepackt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Ich habe nichts da oben gebaut. Wann denn? Weiß ich nicht. Wo du dein Schiff weitergebaut hast, deswegen. Nö, da war ich da nicht dran, ne? Komisch. Komisch. Hört mir gar nicht. Mir auch nicht. Mit einer bewegbaren Tür wäre es viel cooler. Ja. Ja, dann gibt es wohl keine bewegbare Tür. Hallo.
Mein Inventar ist voll. Warum ist mein Inventar voll? Bobidi 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 bob. Ich frage mich immer noch, wie du Strom an dein Schiff wieder reinkriegst. Wieso? Na, weil alle Generatoren zugebaut sind. Oder haben sie drin irgendwo welche? Die große Reaktor ist hinter der Tür hier. Ja, aber die Tür ist zu. Ja, der dieselbe war die Tür. Und? YOLO. Was machst du da? Nicht jetzt. Doch, ich will die Brücke da laufen können. Ich nein, lass bleiben. Ja, oder wir konstruieren halt diese Frachtluken um. Dass man den Schutz abbaut. Nee. Sind ja nur Slopes. Würde ein Scheiß aussehen. Das sind ja nur Slopes. Du musst die Tür halt nur so konstruieren, dass sie so ähnlich aussieht. Oder wir bauen hier einfach keine wirklich Tür ein. Das ist ja dein Bier. Hast du hier zwar einen Frachtraum, aber kannst nicht drin einpacken. Also wirklich ein Frachtraum ist es ja auch nicht. Na, für ein Schiff würde es locker reichen. Ich habe eh kein so kleines Schiff, was da reinpasst, von daher. Überleg gerade, baue ich die Tür komplett zu oder? Mit meinem Stapler. Achso. Na, ich muss nur gucken, wie die Tür drüben ausschaut. Ich sogar mal wieder zurück. Brauchen momentan gar keinen Strom, das ist ja Schiff. Nur weil du zu faul bist zum Fliegen. Ja, ist halt angenehmer. Ich weiß ja nicht. Ich bin schon so oft hier beim Laufen gestaunt im Spiel. Fliege ich lieber rum. Ja, du kannst ja auch so eine coole Öffnung reinmachen. Du könntest im Prinzip, könntest du jetzt hier einen Rotor drauf packen, der halt eine Tür so nach rechts aufschwenkt, weißt du? Ja. Könnte man machen. Könnte man machen. Machst du aber nicht. Offensichtlich. Machen wir aber nicht. Jetzt einfach zubauen. Dann ist gut. Versuch war es wert. Wir sind gescheitert. Punkt. Du bist gescheitert. Ich hatte alles umgebaut. Ja. Das wäre auch als gescheitert gegolten. Finde ich ja jetzt nicht so. Ich schon, weil dann hätte das ganze Design von dem Schiff einfach nicht mehr hingehauen. Ja, das wäre erstmal wenigstens mal customiert. Also customiere ich nicht so ein Standardding. Ich mag auch mein Standardding. Standardding ist mir ans Herz gewachsen. Ich muss es nur ummalen, dann ist es auch nicht mehr Standard. Doch, dann ist es auch Standard. Nee. Wohl. Nein. Ich habe schon lange sowieso keine Kommentare mehr gekriegt jetzt. Oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube schon oder so. Sonst erzählt es mir, wenn wir neue Kommentare kriegen. Lol. Außerdem komme ich den Spam-Bot da. Von dem haben wir schon wieder einen Kommentar. Keine Aufmerksamkeit geben. Keine Aufmerksamkeit geben. Also habt ihr sich die Videos angeguckt, meinst du? Nein, man gibt Spam-Bots keine Aufmerksamkeit. Vielleicht macht er sich die Mühe und macht das noch per Hand. Dann macht der Copypasta. Ja, ein guter alter. Weißt du, das kann man ruhig respektieren. Weißt du, manch einer macht sich so Skripte, um so Spambot-Scheiße zu machen. Aber er macht das noch per Hand. Hat schon Respekt verdient für dich, also. Finde ich nicht. Ne? Das ist einfach nur nervend. Ja, es nervt aber. Sich die Mühe zu machen, weißt du. Das gibt einfach keinen Sinn für mich. Mich auch nicht. Mich auch nicht. Vor allem gut. Gutes Deutsch. Mich auch nicht. Ja. GG. Mich auch nicht. GG. Mich auch nicht hier sein. Hast du jetzt überall schon Platten rangemacht? Also, dass ich dir schweißen helfen kann, oder? Ja, also, Platten sind eigentlich so gut wie fast überall drin. Eigentlich könntest du hier so eine Tür-Dingens reinbauen. So ein Tür-Dingens? Ja, eine Tür, die man so aufschieben kann. Also, so eine, mit der ich dich vorhin getötet habe. Stimmt, natürlich, ja. Weißt du, ich war extra nochmal kurz drüben im Military Transporter und habe so ein bisschen disabled, bevor du connected bist. Dann. So. Ja.
Lalalala. Das ist so viel Spaß. Ich hoffe sowas von, dass sie die Fraktion einbauen. So Bock auf dieses Kampf. Wir müssten uns sowieso mal irgendwas ausdenken, irgendein größeres Bauprojekt oder so. Weil langsam wird's ziemlich eintönig. Aber was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben angefangen, die Station zu bauen. Oder wir fangen an, so ein bisschen kompetitiv zu spielen. Ja, dafür brauchen wir eine Fraktion. Ja. Das möchte ich ja gar nicht machen. Ich hab's ja schon erklärt. Die Zuschauer wissen es zwar noch nicht, aber pssst. Minuten schon. Naja, was machen wir denn jetzt dann? Schönes. Schau mal. Die Military Transporter dann disassemblen oder baue ich ein Schiff weiter? Ich würde erstmal das andere Schiff, was ist hier angedockt ist an dem Ding hier, disassemblen. Also die Carriage. Ja, habe ich ja eben schon angefangen, wo du hier rumgedenkst hast. Oh. Weil wir dann auch erstmal den Kontrollraum der Station fertig bauen wollen. Oh ja, richtig, da war ja auch noch was. Ich glaube, wir müssen auch noch Silikonfarm für das ganze Glas. Braucht man für Glas Silikon? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, warte. Ich muss eh runter, ich guck mal nach. Also wir brauchen auf jeden Fall Fettglas für die Station. Lass mal nach einer Stunde eine Essenspause machen, ich krieg grad übel Zunge irgendwie. Übelst den Hunger! Wir können ja pro Woche auch mehrere kleine Aufnahmesessions machen, nicht eine große. Was? Du bist ganz schön leise heute. Du bist leise. Silikon braucht man, ja, Silikon. Und ich meinte gerade, wir können ja auch pro Woche mehrere kleinere Aufnahmesessions machen, nicht nur eine große. Könnte man machen. Aber wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel, wir haben ja schon. Und wir wollen ja nicht ohne den Content-Update von Donnerstag weitermachen. Wir brauchen jetzt nur noch... Ein paar, so ein paar, dass sie bis Freitag, Samstag reichen. Oder? Samstag. Also Freitag würde reichen, dann mache ich Samstag irgendwas anderes. Ja, Mittwoch? Donnerstag? Heute ist Mittwoch, ja. Nein, heute ist Dienstag. Nee. Morgen ist Mittwoch dann. Mittwoch? Donnerstag, Freitag. Braucht man drei, sind 60 Minuten. Eine Stunde. Ja. Das dann gibt's halt nur davon. Eine Stunde. Haha! Ha. Eierloch. Gibt's den Spruch denn noch? Ich weiß nicht viel. Ich schmeiß jetzt hier schwer zusammen. Nix? Ich weiß nicht. Wir müssen die Windows hier sowieso wieder abbauen. Vom Glas. Wobei ich glaube, die Windows lassen wir, dass es ein bisschen Abwechslung ist. Aber hier unten muss Glas. Auch soon. Hier muss Glas. Was brauchen wir denn für Glas? Silikon. Wie du meintest, Silikon. Haben wir denn Silikon? Nö. Aber no. Was war das denn gerade? Doch, wir haben 4,3k Silikon. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel das reicht. Quite the while, what? Mhm. 10 out of 10. Ich sag jetzt einfach gerade eine Sätze. Irgendwas wird schon stimmen zu dem, was du da gerade erzählst. Ja. Nur Silikon. Eigentlich. Vielleicht sollten wir noch so ein Zeitprojekt anfangen, damit wir nicht immer nur das Gleiche hochladen pro Woche. Ich verstehe nicht, was? Hier die offizielle Ankündigung, vielleicht noch ein Video. Ich werde während des Monats Mai das Spiel Bastion Let's Playen und dann im Anschluss das Spiel Transistor. So Hype. Ich wusste davon ja noch gar nichts. So hyped. Ich werde diesen Kanal gleich abonnieren. Aber keine Sorge, das Bastion Let's Play geht natürlich weiter. Ja, vielleicht so abwechselnd. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Lalalalalalal. Haben wir noch die Götter oder hast du die alle schon? Das ist ja nicht. Die Götter, die sind alle noch da. Ja, 24 haben wir noch. Mach mal Platz, du stinkende Astronautenabschaum. Ja, lol. Stinkende Astronautenabschaum. Das ist komisch.
Hm.